Wer? Ich bin's, Sydney. Wie läuft die Jagd? Gut, sind fertig. Bestens. Könnte ich euch, vielleicht um noch was bitten? Geht um einen Jäger namens Dave. Er meldet sich nicht mehr. Sollte in einer Hütte ganz in eurer Nähe sein. In welcher Hütte? Aha, geht klar. Wir sehen nach. Okay, ich habe nach rechts geguckt, aber es sah jetzt auch so aus, als ob da jemand lebt. Sydney, was wollte sie? Wir sollen einen Dave für sie suchen. Gibt's eine Spur? Ja, eine Hütte direkt um die Ecke. Vom Jäger zum Gejagten, aha. Ernte Zutaten an Erntestellen. Werden auf der Karte angezeigt. Eine Nachricht? Mutiertes Doppelhorn gesichtet. Rufname Bluthorn. Merkmale rote Hörner, äußerst aggressiv, sonstige. Achso, offener Jagdauftrag für Tao Tier. Nord! Von wegen! Alles klar? Danke, Mann. Vorsicht, sie kommen! Denk auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Kann ich hier mal raus? Der Blocken funktioniert nicht wirklich. Ey, ich kann hier gar nichts machen. Ich sehe auch nichts. Das ist halt das Problem. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Hey, da drüben ist auch eine Hütte. Kann man hier noch irgendwas mitnehmen oder so? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Okay. Ja. Ich höre schon überall diese Viecher jetzt aktuell. Ja. Oh ja, sie sind sogar auch da. Okay. Nicht so schnell. Das will wohl überlegt sein. Seltsame Tiere. Diese Spezies wird Tao Ti genannt. Arbeiten unter Umständen Strategien aus jedem Kampf einen Vorteil verschaffen. Wenn du in Anweisungen gefolgst, erhältst du FP. Blaue Markierungen zeigen dir Punkte an, zu denen du dich warpen kannst. Visiere das Windrad an und teleportiere dich über einen Warp-Punkt dorthin. Sie spießt ihre Beute mit den Stoßzähnen auf und reißt sie so aus der Geborgenheit ihres Baus. Das ist aber nicht nett. Ja, mit denen warpen wir uns sicher nicht an. Teleportiere dich über einen Windwarp an hohe Orte, um die LP- und MP-Regeneration zu beschleunigen. Von dort aus kannst du Gegner außerdem direkt per Warp-Angriff attackieren und ihnen dadurch großen Schaden zufügen. Bist du okay? Ja, ich komm klar. Na, wie hast du das denn gelernt? Im Tutorial. Oh Mann, so wendige Ziele bin ich nicht gewohnt. Also ich habe ja vorher das Tutorial mal angespielt, aber das war sehr kompliziert irgendwie. Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke, nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und häng hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen. Bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Ja, ich würde sagen, uneigennützig helfen. Ja. Und ab. Überlasst das einfach uns. Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lausche auf. Gut gesprochen, Nacht.
Los, zeigen wir es der Bestie. 30 EP habe ich erhalten. Okay. Auf die Hörner genommen. Jagdziel finden. Dann kommt mal mit, Jungs. Es war ein bisschen blöd, dass wir jetzt hier überall zu Fuß hin müssen. Aber wenn der Weg nicht so lang ist, ist noch alles okay. Wobei 300 Meter jetzt schon ein bisschen viel sind. Dafür, dass ich nicht sprinten kann. Was ist jetzt los? Hallo? Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten. Dich erwartet ein anstrengender Kampf. Breite dich gut darauf vor, indem du dich in einem nahegelegenen Refugium ausruhst, wo Aegis eine stärkende Mahlzeit kochen können. Ja, von mir aus. Gut, dann lasst uns das nächste Refugium aufsuchen. Hier draußen sind ziemlich viele Jäger unterwegs. Sind die so eine Art Gendarmerie? Sie bekleiden dieselbe Funktion, sind aber privat organisiert. An Erfahrung können wir es mit denen nicht aufnehmen. Hoffe, die sehen mich nicht in diesem Outfit hier. Jetzt zieh dich doch nicht selbst so runter, Prompto. Schließlich war es eine Spezialanfertigung. Die Kleidung weist dich als Begleiter des Königshauses aus. Trag sie mit Stolz. So sieht das Königshaus aus. Ich sag ja, also diejenigen, die dieses Spiel geholt haben, weil sie Final Fantasy Online lieben oder gerne spielen, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so überhaupt nicht die Art. Hier soll ein Refugium sein. Beim Zelten werden die angesammelten EP auf die Stufen der Gruppenmitglieder angerechnet. Außerdem kocht Aegis eine stärkende Mahlzeit, die der Gruppe für den nächsten Tag Boni für den Kampf gewährt. So, was möchtest du tun? Ja, zelten. Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also. Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Und jetzt? Ja, nee, ist klar. Das erinnert mich doch an was. Ignis Kochkünste. Beim Zelten verwendet Ignis die Zutaten im Inventar, um Essen zu kochen. Je mehr Rezepte du sammelst, desto größer die Auswahl an Gerichten. Nutze die Effekte von Mahlzeiten, um dir das Kämpfen zu erleichtern. Okay, Angriffskraft plus 10, Angriffskraft plus 30. Ja, was braucht er denn dazu? Also, da steht drin, wir haben zweimal von den Dingern da aus dem Inventar. Oh, Angriffskraft plus 100. Wenn ich jetzt wüsste, ob das ein schwerer Gegner ist, aber ich gehe mal davon aus, beim ersten Mal wohl nicht. Schützt Vergift. Ja, ich hoffe mal nicht, dass wir das müssen. Ich würde mal sagen, wir machen stramm Max, oder? Bis auf der Schinken sieht das lecker aus. So, so weiter. Unterwegs macht Prompto viele Fotos. Beim Übernachten zeigt er sie dir und du kannst aussuchen, welche du aufheben möchtest. Je mehr Erfahrung Prompto im Fotografieren sammelt, desto besser werden seine Bilder. Okay. Links ist Speichern. Ja, das bin ich. Also das behalten wir mal, ne? Ja, die behalten wir auf jeden Fall. Das ist doch klar. Gutes Foto. Naja. Gut, das vom Kampf müssen wir jetzt nicht unbedingt behalten. Gutes Timing, Prompto. Ja, das können wir von mir aus, ne? Du bist begabt, Prompto.
Meinst du? Ja, dann speichern wir das auch. Wow. Also bis auf den Schwanz direkt in der Nähe ist es gar nicht mal so schlecht. Hm. So, das war's, ne? Dann zurück. Das Spiel kann über das Pausemenü fast überall manuell gesteuert werden. Nur während Kämpfen, spezielle Aufgabenphasen und in Dungeons funktioniert das Speichern nicht. Ja, das habe ich eben auch zufällig gesehen, dass man selber speichern kann. Über das Pausemenü kannst du ein Tutorium starten, das dich in die Grundlagen der Welt und des Kämpfens einführt. Wenn dir Gegner Schwierigkeiten bereiten, solltest du dort etwas üben. Sid ist schon seltsam. Sid zog Sidney so liebevoll groß, wie er den Regalia gewartet hat. Ein normaler Mechaniker wäre damit überfordert. Alles in allem hat er ganze Arbeit geleistet. Aber wütend will ich ihn lieber nicht sehen. Ja, Sid bringt uns um, wenn seinem Goldstück was passiert. Keine Sorge, der Regalia ist bei mir in besten Händen. Tja, der Regalia. Also ich denke mal, das heißt, wir lassen die Sachen jetzt da. Und machen uns mal auf unseren ersten Bosskampf gefasst. Ich würde sagen, wir speichern auf jeden Fall noch mal kurz zwischen. Das ist mein Speicherstand gewesen. Die anderen, das waren so automatische. Wenn wir sterben, ich meine, scheint ja ein Bosskampf zu sein, dann, ja. Müssen wir wenigstens nicht komplett wieder von vorne anfangen. Da ist aber was zum Sammeln, was mir angezeigt wird. Was ist das denn hier? Leidener Pfeffer, okay. Ist immer noch was zum Sammeln? Huh. Gehen wir mal aus dem Weg hier. Okay. Also das sind, denke ich mal, die Zutaten, die man dann unterwegs sammeln muss, damit er dann wieder kochen kann. Vermutlich. Manchmal frage ich mich, ob wir je wieder in diesem wunderbaren Auto sitzen werden. Den ganzen Tag zu sitzen war echt angenehmer. Schlafen war noch besser. Ja, wahrscheinlich ist das Auto repariert, wenn das Spiel durch ist. Man weiß es ja nicht. Oder bevor wir in irgendein anderes großes Gebiet kommen oder sowas. Okay, ich höre sie schon wieder. Das hört sich nach einem mega großen Rudel an. Ich glaube, das ist unser Freund. Ein Doppelhorn. Liefert ja. Erze von Lacken. Und zweifelsohne eine Mutation. Wir müssen unbedingt etwas tun. Oh fuck, das Viech da. Wollt ihr mich verarschen? Ernsthaft jetzt? Oh Gott. Also wir können da hochspringen, das ist schon mal gut. Ja, das war mir klar. Sobald ich dann auf die Taste zum Verstecken drücke. Was denn? Der Knabe scheint ziemlich mies drauf zu sein. Echt jetzt? Macht er einen trägen Eindruck? Ja. Achtung! Mensch, Alter! Aber echt. Zu früh gefreut. Gib deinen Freunden im Kampf Kommandos, um die Chance auf großartige Kommandos zu erhalten. Okay. Also das mit den Kommandos funktioniert nicht so wirklich. Ja, ich habe die einfach mal für mich kämpfen lassen. Auch nicht schlecht.
mein Telefon. Ja? Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Und, ach so, wenn ihr möchtet, könnte ich ihn euch bei der Gelegenheit auch etwas tunen. Klar. Vater hatte noch etwas im Kofferraum verstaut, okay. Design anwenden. Ja, wieso nicht, ne? Ja, gern. Schaut am besten mal rein. Alles klar. Ja, da wir so erfolgreich... Kommen wir noch mal zur Fahrerfrage. Ja, ja, das können wir später klären. Da wir so erfolgreich... Der fährt wenigstens sparsam. Man kann doch nicht mal abmoderieren, weil die immer nur quatschen. Ich glaube auch nicht, dass ich das hinkriege. Ihr lasst mir keine Wahl. Danke, Ignis. Mir ist hinterm Steuer einfach zu eng. Darf ich jetzt mal kurz zwei Sätze sagen? Danke. Da wir das Ganze jetzt so erfolgreich gemacht haben und doch ein bisschen länger brauchen, um wieder zurückzukehren zum Ausgangspunkt, würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal einen Cut. Da wir schon lange am Spielen sind, würde ich sagen, dass das schon das zweite Video auch gewesen ist. Und ich schalte euch dann wieder hinzu, sobald wir am Zielort angekommen sind. Bis zum nächsten Video. Ciao!